Hallo, meine lieben Freunde zusammen, wir sind hier zurück bei WoW und jetzt muss ich endlich mal was erzählen. Ist mir nämlich aufgefallen, weil Bodo, weißt du eigentlich, das wollte ich eigentlich schon am Ende von Düsterbruch machen, aber vergessen, warum wir nicht weitergekommen sind, warum in dem Gang eine Sackgasse war und warum wir die Inni eigentlich gar nicht beenden konnten. Weil, wenn man hier sieht, die Innis sind jetzt, und das ist wie gesagt neu, aufgeteilt worden. Es gibt zweimal Düsterbruch. Einmal die Hauptstadtgärten, wo wir drin waren, und einmal diese Gordok-Hallen. Deswegen ist das als aufgeteilt und deswegen konnten wir das auch nicht beenden. Das heißt, eigentlich müsste man nochmal rein in den anderen Teil der Inni. So ja, wäre das eigentlich. Wenn du uns anmeldest, Ich melde uns erstmal für den Hügel der Klingenhauer an. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ob jemand da ist, der mitgehen möchte. Drones wäre da. Der ist der Tank. Das habe ich noch gar nicht notiert. Ich frag den mal, ob er danach gehen möchte. So, und ich habe gesehen, ich habe Post bekommen. Ich habe nämlich ein bisschen was ins Auktionshaus gestellt. Überflüssige Kräuter und so. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen was verkauft. Ich habe 17 Golddorn für 318 Gold verkauft. Wow. Alter. Bodo, hast du das gerade gehört? Ich überlege noch, wie ich reagieren soll. Ob ich einfach nie wieder mit dir reden soll oder dich erpressen soll. Alter, und 20 Königsblut nur für 37. Wie selten ist denn Golddorn bitte? Alter, okay, und 14 Wildstahlblume auch für 66 Gold. Oh, habe ich auch mal ganz trocken 1100 jetzt, wa? Alter, shit. Mal eben 422 Gold gesammelt. Ja, und der Bodo hat im Übrigen hier überall quer in der Map verteilt Quests angenommen. Von hier und ich von hier. Und wir haben jetzt eine Menge Quests und die klappern wir jetzt einfach eins nach dem anderen ab. Ja, mein das sollte eine Menge Highlight Level dann geben. Ich habe ein Mithril-Vorkommen gefunden. Bruder, mit oh, jetzt verteilen dein erstes Mithril-Vorkommen. Wie viel Erfahrungspunkte hast du bekommen? 132. 132. Ich habe hier ein Kangard-Schnurrbart und bekomme 778. Ist doch fair, oder? Ich bin sehr kurz davor, hier einen Extrem Rage-Quit hinzulegen. Du, ich kann es aber auch irgendwie nicht nachvollziehen, gell? Vielleicht mache ich auch einfach mal für eine Folge lang mein Mikro aus, um. Okay. Oh, Portal Sturmwind habe ich noch drin. Dich anzuschreien. Wie war das mit dem Streien? Ja, dass ich dich nicht anschreie. Ach so. Hier. Ja, aber kannst. Ja, kein Wunder, dass ich dauernd im Level so weit vor dir bin, wenn ich halt einfach mal das Fünffache an Erfahrung krieg, wenn ich irgend so eine Scheiße vom Erfolg her mache. Ja, richtig. Ja, aber warum? Warum ist der Kräuterkunde-Typi so übelst krass OP? Keine Ahnung. Ist ja übelst unfair. Hier, ich habe hier so viel Sonnengras. Ach, Sonnengras kann ich ja leider noch gar nicht machen. Ich krieg für einen ganzen Stack Eisenerz, Eisenbarren. Krieg ich 20 Gold. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. Guter Tag ist vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Na gut, aber Bodo, darfst du nicht vergessen. Dieses Golddorn, was ich dafür 300 Gold verkauft habe, das ist auch selten. Also. Davon hatte ich erst 14 insgesamt gefunden. So. Ich wette, wenn ich meine seltenen Goldbarren ins Auktionshaus stelle, kriege ich dafür 25 Gold. Vielleicht. Du questest hier auch schon mit, ja? Ja, ich queste schon. Cool. Weil ich sogar ausnahmsweise mal mehr habe als du. Das ist mir ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Die haben so viel Leben. Gut, die sind auch ein hohes Level. Ich habe im Übrigen wieder getauscht. Ich habe den Dolch mit dem anderen Ding wieder getauscht auf meinen Stab. Weil ich gesehen habe, dass der mit der Zaubermacht deutlich besser eigentlich ist. Weil Zaubermacht brauche ich einfach. Deswegen habe ich den anderen Mist einfach mal verkauft. Trotzdem mache ich hier verdächtig wenig Schaden. Die sind irgendwie ganz schön stark, diese Viecher. Diese Aaslarven. Willst du? Ja. Was ist das? Im Vergleich zu den westlichen Pestländern kriege ich die hier nicht so schnell klein.
Und sie teilen ganz gut aus. Kommst du mal her, bitte? Ja, sofort, wenn ich meine... Nee, ich rede hier mit dem Aas, mit der Aaslarve. Ach so. Ja, wir sind ganz gute Freunde geworden. Dachte ich mir. Sagst du mal Bescheid. So stell ich mir das vor. Mal eben 2500 Schaden und bitte. So, jetzt noch schnell darüber, während die Dinge... Es ist nicht zu weit entfernt. Tu es einfach, wenn ich es dir sage. Mann, verdammt. Oh, Lebenswurz. Hoffentlich ist da noch ein bisschen Erfahrungspunkte, bis ich endlich auf 230 komme. Ich würde nämlich ganz gerne... Weißt du, es gibt hier auch einfach kein Mithril, was ich finden kann. Hier ist nur beschissenes Eisenerz. Oh, ein großer Schwarm weißen Fische, da muss ich doch klappern. Gar nichts an Erfahrung. Nichts, null, nada. Ich kriege auch keine Erfahrung für meinen Beruf. Ich döpel hier bei Bergbau bei 170 rum. Okay. Und trotzdem, ich kann ja alles abbauen, was ich finde. Weil es einfach nichts höherleveliges hier kommt. So, ich habe mal kurz einen weißen Fisch geangelt, weil das ist nämlich noch eine Aufgabe für den Erfolg, dass man da drin angeln muss. Deswegen habe ich das getan. Was für ein Fisch? Weißen Fisch. Hier ist ein Schwarm. Ein seltener Schwarm ist hier. Das muss man mal ausnutzen. Bringt mir beim Kochen auch nur noch. Cool. Nein, die sind ja alle tot. Nein, da hinten. Shit, zu spät. Schon wieder Eisenvorkommen. Ja, das ist ja blöd, wenn du dich nicht mal mehr über ein Eisenvorkommen freuen kannst. Nö. Dafür hatte ich jetzt bei so einer fetten Larve gleich 2 Stück Fleisch drin. Habe ich eigentlich permanent. Jetzt hat's aufgehört. Ja, nimm mir auch noch den letzten Spaß, den ich habe. Danke. Ja, Bode, was soll ich dazu sagen? Und in diesen Kackdinger, da sind nicht mal Rubine oder was weiß ich für ein glitzernder Scheiß drin, den ich im Juwelenschleifen verwursten kann. Da ist einfach gar nichts drin. Ach, super. Kriege ich mehr Erfahrung, wenn ich meine Hand in einen Haufen Scheiße stecke? Weiß ich wenigstens, dass meine Hand danach stinkt. Ach, wenn das Leben so einfach wäre. Ach, wir sollten mal wieder plündern als Gruppe, fällt mir gerade auf. Aus Frust gehe ich jetzt einfach schon ins nächste Gebiet zum Questen, auch wenn du noch nicht da bist. Boah, das ist ja voll krass, Mann. Ja. Ich mache jetzt eigentlich hier auf Badass. Das ist... Oh, da sind hier gleich 3 Scheiben drin. Weil ich nicht das bekomme, was ich will. So, das hier ist doch... Oh, na, ist ein Schnurrbart. Ein Schnurrbart kann ich noch abbauen. Der soll mir jetzt erstmal... Sollen wir mal wieder... Was ist er denn? Da unten. Sollen wir mal lieber wieder einen Kräuterkundepunkt geben? Ah, nee. Ist ja frech, dass der dir keinen Punkt gibt, also sowas. Ja, ich finde das auch nicht okay. Ach, das bist ist da ja, unten. Ist ja die Höhe, ist das. Ja, ne? Verstehe. Gibt dir nur 700 Punkte Erfahrung, das ist ja frech. Also, da würde ich mich mal bei Blizzard melden. Ja, ist auch kann so. Kann ja nicht angehen hier. Was du für Zeit ins Kräutersammeln investierst und da kommt dir überhaupt nichts bei rum. Ja, guck mal, jetzt sind nur noch 484. Die paar 300 Gold, die man dafür nicht mal volles Stack. Hallo, Golddorn finde ich doch gar nicht. Wäre noch schöner. Ich hab gesagt, Golddorn ist super selten. Oder einfach 300 Gold sind nichts mehr wert. Das ist ein bisschen. Ja, toll, dann habe ich ja noch weniger als wert. Ja. Das ist ja beruhigend, danke. Ja, bitteschön. Du weißt, es einen aufzubauen. Vor allem, du tötest sie ja alle schon für mich, zählen die nicht, weil ich die Quest noch nicht mal angenommen habe. Der Bodo ist jetzt ein richtiger Rebell. Wenigstens das darf ich noch machen. Ist doch nicht okay. Ja, die sind nett. Die kann man schnell töten. Brauche ich überhaupt noch Magiestoff? Ja. Nehmen wir noch mit. Das ist ja schon 9. Das ist ja nicht schön. Komm, die pullen mir mal, oder? Kann ich sie beide einfrieren? Keine Ahnung, was du da pullst. Bäm, Mann. Nice. Oh. Das sind auf jeden Fall die popeligsten Gegner, die ich je gesehen habe. Jemals. Selbst die Wildschweine am Anfang waren mehr stärker.
findest doch hier einen grünen nach dem anderen. Boah, ja, hast recht. Was beschwere ich mich eigentlich? Den kann ja, ich für genau. 58 Silber verkaufen. Haltet euch fest, Freunde. Bodo, kauft den Server. Ja. Hier sind irgendwelche komischen Kack-Quests. Kack-Quests? Ja, wir sollen irgendwas einnehmen. Ja, wahrscheinlich die Burg, oder? Wo kommt denn der hier Schade her? Rote Kloster. Der Agent von Zorro. Ein Centurio ist das. Auch auf einmal sind uns die hier freundlich gesinnt, oder was? Stehen hier so ein paar... Oh, was gibt's denn hier für Quests? Hype, Alter. War es jetzt gerade ironisch? Nee, da hat ein Typ 4 Quests. Was? Ja. Die Abtei einnehmen, also sind ja auch schon wieder 2 Quests. Richtig, okay. Wenn du den einen abgibst, das gibt dir 4 Quests. 4 Quests, das ist ja nicht schlecht. Die habe ich jetzt noch nicht angenommen. Braucht ihr etwas? Gucken, was das andere hier noch bringt, aber... 4 Quests, ja. Auf dann. Für die Allianz. Der hier hat auch noch mal 2. Und die geben, glaube ich, alle 5000 Erfahrungspunkte. Ja, ist doch schön! Hallo. Für die Allianz. Dann haben wir jetzt mal wieder richtig lecker viele Quests. Auf geht's, ab geht's. Aber du hast irgendwie sehr viele... Ach, die 4 hast du noch gar nicht angenommen, oder wie? Richtig, die habe ich noch nicht angenommen. Wir sollen auch alles hier erledigen, sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Wollen wir erstmal in dein Haus da rein, oder? Ja. Dann komme ich mal hier auf meinem... Bären. Angedackelt. Ja, denunziere auch noch meinen Bär, ist okay. Wie er mir meinen Magiestoff wegnimmt. Hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Komm, wir pullen mal ein bisschen. Ja, voll Billo. Hä, war's das? Ah, da geht's noch weiter. Da ist ein Portal, ein Agentum-Portal. Ich weiß nicht, ob wir das nehmen sollten. Das weiß ich auch nicht. Naja, wir haben ja Ruhestein gesetzt, selbst wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir nicht sein sollten. Wären wir ja schnell wieder zurück. In der Zwischenzeit besiege ich dann hier mal Gegner. Oder ich gehe einfach mal rein und ich sag dir dann, was passiert. Ach, ja, wir müssen das öffnen. Ah, okay, cool. Ja. Ja, danke. Bitte. Oh, mach doch mal das Ding da weg, du Lappen. Kackspiel. Na toll, jetzt habe ich dreimal mein Totem geheilt und kein Mana mehr, um mich zu heilen. Soll ich dich verarzten? Nein. Schade eigentlich. Bodo nimmt Soll keine ich Hilfe mit diesem an. Kackportal machen? Das habe ich doch schon gemacht, müsste doch für dich auch gezählt haben. Na, da kommen jetzt noch mehr raus. So, hier sind 2 Bossgegner. Wo zur Hölle bist du? Eins weiter. Ins gegenüberliegende Haus. Oh, jetzt habe ich es mit 4 aufgenommen. Das war vielleicht nicht im gegenüberliegenden Haus? Ja, in dem großen, in der großen Burg halt. Stell dich nicht so an. Warum hast du nur die Burg gewechselt? Ja, weil wir da fertig sind. Wir sind da doch nicht fertig. Na klar. Ich habe hier noch 2 Quests offen. Hä, bist du. Ich bin doch nur ins andere Haus gegangen. Keine Ahnung, was du da treibst. Aber ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ja, ich könnte auch deine Hilfe gebrauchen. Das ist jetzt ungünstig. Hier ist nämlich ein Bossgegner drin, den ich jetzt gleich besiegen wollen würde. Wenn er denn auftaucht. Ja, ich sterbe aber gleich. Auch er. Oh, Alter. Kann mir auch mal einer helfen hier? Scheiße. Also ich hab hier einen Zwergmensch, der mir hilft, die Assassine zu töten. Wir waren ja noch gar nicht fertig, ich weiß gar nicht, warum wir rausgegangen sind. Ja, ich hatte irgendwie gerade andere Termine. Ich könnte es überleben. Oh, die heilen sich! Oh shit. Öffne das Portal in den Hallen der Waffen. Das hab ich auch noch nicht gemacht. Oh shit. Und ich hab's trotzdem irgendwie überlebt. Hier ist Heilen der Waffen. Da ist auch das Portal.
Pass doch mal auf. Was für ein Glück, dass ich ein Mage bin. Ein Frostmage. Achso, ist das doch größer hier, als ich dachte? Ja. Oha. Hat aber einer gepult hier. Wow. Puh.